Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Bevor ich euch zeige, wie ich meine Eulentorte gemacht habe, möchte ich bezüglich der Puddingbuttercreme noch einige Informationen geben. Und zwar haben sich Jessica und Karin, die meine Eulentorte nachgebacken haben, bei mir gemeldet und gesagt, dass sich der Fondant aufgelöst hat. Ich verstehe es nicht ganz, bei mir hat das ganz gut funktioniert, aber ich möchte euch dennoch alternativ gerne eine andere Möglichkeit einer Buttercreme durchgeben, wo euch das ganz sicher nicht passiert. Und möchte mich natürlich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich entschuldigen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Meine alternative Buttercreme funktioniert wie folgt. Und zwar nehmt ihr hier 180 Gramm Eiweiß und 280 Gramm Zucker. Das Eiweiß mit dem Zucker gebt ihr hier bitte in eine Schüssel und lasst das Ganze über einem Wasserbad auf 70 Grad erwärmen. Entweder verwendet ihr ein Thermometer, um die Temperatur festzustellen, oder ihr schaut ganz einfach, dass der Kristallzucker auch wirklich ganz gut aufgelöst ist. Es dürfen keine Kristalle mehr im Eiweiß sein. Wenn ihr das soweit erledigt habt, gebt ihr das Eiweiß dann bitte in eine Rührschüssel. Schlagt das Eiweiß bitte so lang, bis es wirklich komplett steif geschlagen ist und das Ganze einen seidigen Glanz erhält und ganz schöne weiße Spitzen entstehen. Das Ganze muss dann eigentlich wieder Zimmertemperatur haben, das heißt, ihr schlagt das Ganze runter, bis es auch abgekühlt ist. Und dazu gebt ihr dann 500 Gramm zimmerweiche Butter, die könnt ihr gerne in 2-3 Portionen dazugeben, und eine Prise Salz natürlich nicht vergessen. Wenn ihr das dann drunter schlagen lasst, ist eure Buttercreme eigentlich auch schon fertig. Da ich dieses Video jetzt im Nachhinein bearbeite, weil ich nicht möchte, dass das noch jemandem von euch passiert, habe ich diese Buttercreme jetzt nicht verfilmt, wie ich sie gemacht habe. Ich werde aber gerne noch einmal extra ein Filmchen machen und euch dann das Ganze online stellen. Wenn ihr eure Eule mit dieser Buttercreme bestreicht und dann den Fondant aufbringt, seid ihr wirklich hundertprozentig auf der sicheren Seite, dass euch sowas nicht passiert und dass der Fondant ganz sicher so bleibt, wie ihr ihn angebracht habt. Nochmal, liebe Jessica und liebe Karin, es tut mir wahnsinnig leid. Wie gesagt, sollte nicht vorkommen. Bei mir hat es funktioniert. Ja, wie gesagt, sorry. Und nun geht's weiter mit dem ursprünglichen Film. Heute zeige ich euch, wie ich diese Eulentorte gemacht habe. Dafür habe ich Biskuit gebacken und das Ganze mit einer Mandarinen-Ananas-Cremefüllung gefüllt. Im ersten Schritt zeige ich euch, wie ich den Biskuit gemacht habe, und dafür benötigen wir folgende Zutaten. Und zwar sind das 6 Eier, 250 Gramm Zucker, Vanillezucker, 250 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. Im ersten Schritt gebe ich mir die Eier in die Küchenmaschine, ein wenig Salz dazu, schlage mir das kurz auf, bevor ich dann den Zucker dazugebe und das Ganze ganz dick schaumig aufschlagen lasse. Das dauert schon einige Minuten, bis das soweit ist. Die Eier werden dann relativ weißlich, ihr seht hier den Unterschied. Und wenn die Masse dann wirklich fest aufgeschlagen ist und die Konsistenz eben dicklicher wird, nehme ich das Ganze aus der Küchenmaschine heraus und mische mir dann das Mehl und das Backpulver drunter. Wenn das dann gut untergehoben ist, fülle ich mir das Ganze auch schon in meine Springform und gebe mir das Ganze bei 175 Grad 35 Minuten ins Backrohr. Das variiert von Backrohr zu Backrohr, bitte macht hier unbedingt die Stäbchenprobe. Und so sieht mein fertiger Kuchen nun aus. Von diesen habe ich mir in dem Fall für meine Torte 3 Stück gebacken, und wie es dann weitergeht, zeige ich euch gleich. Im nächsten Schritt habe ich mir dann meine Mandarinen-Ananas-Cremefüllung gemacht, und dafür habe ich folgende Zutaten benötigt. Und zwar sind das 500 Gramm Magertopfen bzw. Magerquark,
400 Gramm Sahne, 2 Päckchen Sahne steif, 350 Gramm der Mandarinen, 250 Milliliter Ananassaft, 60 Gramm Zucker und 2 Päckchen Gelatine Fix. Ich habe mir hier im ersten Schritt den Topfen mit den Mandarinenstückchen, die ich ein bisschen püriert habe, in die Küchenmaschine gegeben. Lasse das Ganze kurz aufrühren, habe den Ananassaft dazugegeben. Und im nächsten Schritt dann auch schon dieses Gelatine-Fix. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich finde das ganz toll, weil man dafür keine Masse erwärmen muss. Das heißt, das kann man in die kalte Masse dazugeben, unterrühren und das stockt dann relativ rasch. Das Einzige, was man beachten muss, dass man hier erst im Nachhinein den Zucker dazugeben darf. Im nächsten Schritt habe ich mir dann auch mein Schlagobers aufgeschlagen, 2 Päckchen Sahne steif dazugegeben und habe mir hier dann das Schlagobers noch drunter gehoben und dann ist meine Tortenfülle eigentlich soweit fertig, dass ich mit den Einstreichen der Torte beginnen kann. Bevor ich die Creme auf dem Tortenboden einstreiche, habe ich mir hier ein wenig Ananassaft in mein Fläschchen eingefüllt und tränke den Boden ein wenig damit, trage dann die Creme auf, habe mir ein paar Mandarinenspalten aufgehoben, die ich so ganz locker willkürlich auf dem Tortenboden verteile. Gebe mir dann noch ein wenig Creme drauf, bevor dann der nächste Tortenboden drauf kommt. Und das wiederhole ich jetzt eigentlich 5-mal, weil meine Torte aus 6 Schichten besteht und baue mir so die gewünschte Form für meine Torte auf. Kopfform meiner Eule habe ich mir im Vorfeld schon zugeschnitten, da meine Schüssel leider nicht passend von der Größe her war. Wenn ihr euch das ersparen wollt, dann plant das besser als ich und besorgt euch vorher in der richtigen Größe eben eine halbrunde Schüssel, wo ihr eben dann den Biskuit da drinnen schon backen könnt und euch ein wenig Arbeit eben mit dem Zuschnitt erspart. Da meine Eule ein Federkleid aus Fondant bekommen sollte, musste ich die Torte natürlich fondanttauglich machen. Ich habe mich dieses Mal gegen eine Ganache entschieden und habe stattdessen eine Buttercreme gemacht, in dem Fall eine Puddingbuttercreme, und habe dafür mal folgende Zutaten verwendet. Ein Päckchen Vanillepudding, 400 ml Milch, 50 Gramm Zucker und 250 Gramm Butter. Zuallererst habe ich mir den Pudding hergestellt, dafür habe ich mir ca. 2/3 der Milch in einen Topf gegeben, habe diese erwärmen lassen und gegengleich das Puddingpulver in den Rest der Milch eingerührt. Wenn die Milch dann aufgekocht hat, habe ich mir die Puddingpulvermasse dazugegeben, rühre das fest ein. Und hier ist wirklich wichtig, dass ihr das dann mit einer Folie abdeckt und auskühlen lasst. Das muss mindestens Zimmertemperatur haben, weil der Pudding später in die Buttercreme eingerührt wird und das Ganze sonst zerlaufen würde. Wenn mein Pudding dann Zimmertemperatur hat, kann ich die Butter auch schon in die Rührmaschine geben, lasse mir die fest aufschlagen und gebe dann löffelweise den Pudding dazu. Alternativ könnt ihr diese auch noch mit diversen Aromen verfeinern. Ich habe in meinem Fall jetzt ein wenig Pfirsicharoma dazugegeben. Das hat in dem Fall ganz gut mit der Torte harmoniert, weil es eben die Fruchtigkeit der Torte noch einmal wieder gespiegelt hat. Während ich die Buttercreme zubereitet habe, hatte die Torte im Kühlschrank ein wenig Zeit, kompakter zu werden. Und nun beginne ich auch schon, die Torte mit der Buttercreme einzustreichen. Das ist jetzt mal die erste Schicht, die mir hauptsächlich zur Krümelbildung dient. Das Ganze wandert dann wieder in den Kühlschrank
und circa eine halbe Stunde später habe ich das Ganze dann wiederholt und habe mir aber im zweiten Schritt noch ein wenig von der Torte weggeschnitten, weil ich hier eben ein wenig Figur verpassen wollte. Mir war der Körper der Eule ein wenig zu klotzig. Streiche mir das auch wieder mit meiner Buttercreme ein und stelle die Torte dann auch wieder zum Festwerden in den Kühlschrank. Im nächsten Schritt ging es dann auch schon ans Federkleid meiner Eule, und zwar habe ich mir für den Brustbereich hier ein wenig Fondant heller eingefärbt, habe mir mit so Blattausstechern diese Federn einzeln ausgestochen, habe sie dann mit einem Tool in Form gebracht und bringe sie dann einzeln auf die Torte auf. Für den Rest des Körpers habe ich mir meinen Fondant in drei verschiedenen Brauntönen eingefärbt und bereite mir jetzt den ersten Teil meiner Federn ebenso vor, wie ich das im Brustbereich schon gemacht habe. Und zwar habe ich hierfür die kleinen, also ich habe so ein Dreierset von diesen Blattausstechern, ich habe hier die kleinen und die mittelgroßen Ausstecher verwendet. Den großen habe ich lediglich für die Schwanzfedern verwendet. Und ihr seht schon, das bedarf ein wenig Zeit und ist ein bisschen aufwendig. Vor allem konnte ich diese Federn nicht alle auf einmal vorbereiten. Zum ersten wusste ich nicht, wie viel ich genau brauchen würde. Und zweitens wäre mir das viel zu schnell ausgetrocknet. Und so habe ich mich eben dazu entschieden, das in einzelnen Schritten zu machen. Jetzt kommen noch die letzten Federchen drauf und im nächsten Schritt bekommt meine Eule dann ihr Gesicht. Ich habe als erstes die Ohren für die Eule hergestellt. Hierfür habe ich mir ein wenig dunklen Fondant, eigentlich aus dem Rest, den ich über hatte, eben zu den Ohren geformt und habe die dann mit zwei Zahnstochern jeweils am Kopf der Eule befestigt. Im nächsten Schritt habe ich mir dann die Augen der Eule vorbereitet. Diese habe ich aus weißem und schwarzem Fondant vorbereitet und klebe mir die dann mit Zuckerkleber auf meiner Eule fest.
Ja, und im letzten Schritt habe ich mir dann etwas Fondant in Orange eingefärbt und habe mir hieraus die Zehen und den Schnabel geformt. Für die Zehen habe ich mir eine Rolle geformt, habe mir hierfür 6 gleiche Stücke abgeschnitten, habe dann immer 3, also für jeden Fuß jeweils 3 zusammengesetzt. Ihr seht das hier und setzt mir die eigentlich nur unter die Eule. Ja, und hier forme ich mir auch schon den Schnabel zurecht, den ich dann auch mit 2 Zahnstochern in die Eule gesteckt habe. Passe mir hier das Federkleid noch ein wenig an und dann ist meine Eule eigentlich auch schon fertig. Diese Torte habe ich zum 19. Geburtstag für meine Tochter gemacht und sie ist ein großer Eulenfan und hat sich wahnsinnig darüber gefreut. Meiner Maus wünsche ich natürlich nochmals alles Gute zu ihrem 19. Geburtstag. Ja, und so sieht die Torte dann im Anschnitt aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne hier oder auch gerne auf Facebook kontaktieren. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Ihr könnt natürlich auch kostenlos unseren Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Lieben. Baba.